Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect. Oh ja, wir waren hier stehen geblieben, kurz nach dem Kampf gegen Matriarchin Benesia. Und die hat uns ganz schön gegeben. Das war knapp. Das war tatsächlich knapp. Ja, wir gucken uns hier nochmal kurz um, ob wir irgendwas übersehen haben. Und dann machen wir doch hier weiter. Aber da hinten war nichts mehr, das weiß ich. Ist okay. Okay. Okay, okay, okay. Nö, wir hatten alles. Ja, alles super. Alles sehr schön. Da freue ich mich. Ach, hier kommen wir wieder raus. Die war vorher nämlich geschlossen. Raffiniert Spiel, raffiniert. Äußerst raffiniert. Ich sehe Gegner. Ich guck mal ganz kurz, was da für Gegner sind. Gab es hier irgendwo einen Ort, wo ich noch nicht war? Genau unter mir sind theoretisch Gegner. Okay, ich hau ab. Ist okay. Sucht wahrscheinlich irgendwie eine Anzeigefehlerhaftigkeit sein. Was rede ich da? Ein Anzeigefehler. Ganz einfaches Wort. So. Zurück zur Normandie. Oh, wir müssen nicht mehr. Okay, die Sache im Sicherheitslabor ist noch nicht geklärt. Wir müssen nicht mehr durch dieses Gebiet mit dem Lichtfehler, Beleuchtungsfehler-Ding. Oh, das macht mich sehr glücklich. Okay, wir müssen nochmal runter in die Sicherheitslabore. Okay. Na, von mir aus. Vielleicht warten da diese drei Gegner, oder? Nö, das ist ja... Ja gut, kann aber sein. Seltsam. Nee. Sind Sie hier, um die Situation zu sichern? Richtig, ich bin Inspektor des Rats. Wer sind Sie? Ich bin Jaroslav Tartakovsky, Leiter der Verwaltung. Ich würde ja aufstehen und Ihnen die Hand schütteln, aber... Sie müssen mir zuhören. Wenn wir unseren Fehler nicht rückgängig machen, werden wir von den Kampfstationen aus bombardiert werden. Verstanden? Das klingt nicht gut. Bisher verstehe ich rein gar nichts. Was haben Sie hier gemacht? Binhex hat ein Ei gefunden. Es war auf einem verlassenen Schiff, das tausende von Jahren durch den Raum getrieben war. Es war ein Rachni-Schiff. Ihnen befanden sich zahlreiche Eier. In einer Art Kälteschlaf. Ja, wir wissen ja inzwischen, was damit passiert ist. Und tatsächlich habe ich das hier irgendwie immer übersprungen. Ich weiß auch nicht, warum. Sie brachten es hierher, um es aufzuwecken. Binhex wollte Rachni klonen. Wollten sie Massen produzieren, eine Armee erschaffen. Aber als sie hier ankamen, bemerkten sie, dass es kein gewöhnliches Rachni-Ei war, es war eine Königin. Nachdem sie Eier gelegt hatte, brachten sie sie zur Riftstation. Sie glaubten, sie könnten die Babys ohne sie aufziehen, damit sie gefügiger wären. Ja. Oh, das ist eigentlich auch ein guter Punkt. Augenblick. Braucht man nicht auch ein Männchen, um Eier zu produzieren? Königinnen werden mit dem genetischen Code ihrer Väter geboren. Die Eier werden aus der Kolonie gebracht, um allein zu schlüpfen. Königinnen können Dutzende Eier in ein paar Stunden legen und in ein paar Tagen eine Kolonie gründen. Auf diese Weise haben sie sich so schnell ausgebreitet. Das ist ja alles faszinierend, aber wir haben keine Zeit zum Plaudern. Diese Rachni können nicht mehr gerettet werden. Es ist zwar traurig, aber ihnen muss Sterbehilfe gewährt werden. Ich glaube... Die Neutronenreinigung sollte aktiviert werden. Mir ist dieses Reinigungssystem nicht geläufig. Es erzeugt Explosionen aus Neutronenstrahlung.
Tötet alles innerhalb der Station. Außerhalb der Station können Genschäden verschiedener Ausmaße entstehen. Das klingt überhaupt nicht gut. Genschäden? Alles hier drin stirbt? Nein. Nein, nein. Einfach nein. Dafür habe ich keine Zeit. Wenn die Matriarchin nicht hier ist, verschwinden wir. Ach, ich wäre auch lieber woanders. Aber das Mira-System wird sie nicht gehen lassen. Es ist pannensicher, verstehen Sie? Wenn sie gehen, ohne die Rachne eliminiert zu haben, könnten sie sich verbreiten. Ja, aber ich will dieses Neutronending nicht starten. Nein. Punkt. Verbindung wird hergestellt. Ich habe vollen Zugang zur Einrichtung und stehe Ihnen zur Verfügung. Wie ist der Status der Einrichtung? Kontaminationsleck im Labortrakt Gamma. Das Neutronenreinigungssystem ist betriebsbereit, wurde aber noch nicht scharf geschaltet. Gibt es hier Überlebende? Lady Benesia, eine Vorstandssekretärin von Binhex, befindet sich auf dem Verwaltungsdeck. Im Laborgebäude gibt es kein anderes lebendes Crewmitglied mehr. Wir rücken weiter vor. Ich melde Sie ab, Commander. Interessanterweise lebt Benesia hier laut Mira noch. Ich fühle mich gerade nicht so gut. Dafür habe ich keine Zeit. Es ist panisch. Ich will das wirklich nicht machen. Tatsächlich nicht. Und ich werde das auch nicht machen, weil Genschäden und so weiter. Nein. Das halte ich für nicht relevant. Oh. Ich fürchte, wir müssen sie zünden. Wir kommen nämlich nicht mehr raus. Online. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich brauche Informationen über die Neutronenreinigung. Die Neutronenreinigung ist ein Absicherungssystem innerhalb des Isolationsbereichs. Im Falle eines unwiederbringlichen Eindämmungsverlustes wird es eingesetzt, um die Situation zu klären. Was genau macht dieses Ding? Die Reinigung ist eine Neutronenexplosionswaffe. Zwei Einheiten spaltbarer Materialien werden zusammengeführt, um eine kritische Masse zu formen. Ein Großteil der Energie wird in Hochgeschwindigkeitsneutronen umgewandelt. Die radioaktive Strahlung tötet sofort jede uns bekannte Lebensform innerhalb von 500 Metern. Wir sollten besser keine der Steuerungen anfassen, ohne die Anleitung gelesen zu haben. Das ist ratsam für alle Systeme innerhalb dieser Einrichtung. Na dann bitte. Aktiviere die Neutronenreinigung. Das kann ich leider nicht, ohne einen entsprechenden Autorisierungscode. Wer könnte diese Codes haben? Verwaltungsleiter Jaroslav Tartakovsky oder jeder andere. Wir rücken weiter vor. Ich melde Sie ab, Kommandant. Ja. Ich will das wirklich nicht machen. Wir kommen hier nicht mehr raus. Das ist doof. Ich fühle mich gerade nicht so gut. Wie aktivieren wir? Die Sicherheitssteuerung ist in der Nähe. Sie müssen nur den Schlüssel einstecken. Dann gebe ich Mira den Befehl. Okay. Ja, und immer noch quer durch meine Rüstung durch. Ja, das ist ein Problem. Und ich komme immer noch nicht hoch. Mann. Das ist doof. Ich hätte gerne Entscheidungsmöglichkeit. Online. Wie kann ich Ihnen helfen? Aktiviere die Neutronenreinigung. Das kann ich leider nicht, ohne einen entsprechenden Autorisierungscode. Ich habe ja den Schlüssel.
Der Code lautet 875-020-079. Code Omega, lokale Ausführung. Bestätigt. Code Omega wird in 120 Sekunden ausgeführt. Und jetzt sollten wir hier verschwinden. Und weg, 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 weg. Einfach nur noch weg. Oje, oje, oje. Ah, Gott, war das knapp. Puh. Okay. Ich glaube, das war nicht so gesund, da in der Nähe zu stehen. Puh, Leute. Gut, 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 gut. Gehen wir einfach weiter. Jetzt haben wir das ganze Ding gereinigt. Na, von mir aus. Das ist tatsächlich nicht das, was ich machen wollte. So, eben hätte ich noch direkt zur Normandie gekonnt. Sag mir bitte nicht, dass ich wieder durch dieses Kackgebiet muss. Das wäre jetzt richtig doof. Ich will einfach wieder im Hanshan-Raumhafen rausschreiben. Na komm. Schön da rauslassen. Das sieht gut aus. Ich sehe irgendwie ganz schemenhaft Shepard in Zivil. Wie geht es jetzt weiter, Commander? Fliegen wir zum Mu-Portal? Wir wissen nicht, wo das ist. Das Mu-Portal ist mit dutzenden Systemen verbunden. Solange wir nicht genau wissen, wo Saren ist, verschwenden wir nur Zeit. Der Commander hat recht. Wir können nicht einfach blind loslegen. Wir müssen noch mehr über Saren erfahren. Seit wann haben Sie hier etwas zu sagen? Hat unser Commander das Kommando abgegeben, als ich nicht aufgepasst habe? Wir arbeiten alle zusammen als Team hier, Williams. Sie versucht nur zu helfen. Tut mir leid, Commander. Für den Augenblick. Alle wegtreten. Der Bericht über Noveria ist rausgegangen, Commander. Soll ich Sie zum Rat durchstellen? Ja, von mir aus. Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Gucken wir mal, was die zu sagen haben. Können Sie davon ausgehen, dass Ihr Bericht präzise ist, Commander? Sie haben Rachni auf Noveria vorgefunden? Sie haben die Königin davonkommen lassen. Haben Sie eigentlich irgendeine Vorstellung von den Konsequenzen? Wissen Sie, wie viele Generationen es dauern wird, bis Sie die Galaxie überrennen? Das ist nicht mein Problem. Wird nicht passieren, sage ich diesmal. Diese Königin ist anders. Sie versteht, warum ihr Volk das letzte Mal ausgelöscht werden musste. Ich hoffe, dass Sie recht haben, Shepard. Wenn nicht, dann werden unsere Kinder den Preis dafür bezahlen. Wir warten dann auf Ihren nächsten Bericht, Commander. Ja, das war ein kurzer Bericht. Vorwitzpunkte. Mach sie weg. Nein, ein paar davon sind ja absolut in Ordnung. Ich werde mal runtergehen. Moment. Da geht's runter. Und jetzt werde ich nochmal mit all meinen Teamkameraden sprechen. Übrigens, ich habe schon mal ein bisschen Mass Effect 2 gespielt. Einfach um da noch eine Kleinigkeit vorzuzubereiten. Vorzubereiten. So. Ja. Brauchen Sie was, Commander? Der sagt gerade nicht mal viel. Ja, und die Kämpfe sind noch schwerer, finde ich persönlich. Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Ist das eine offizielle Frage, Commander, oder ganz unter uns? Okay, sehen wir es offiziell als inoffiziell an. Haben Sie was auf dem Herzen? Ganz ehrlich, hier stimmt irgendwie alles nicht. Dieser Saren sucht überall nach einem Massenportal zum was weiß ich. Können wir keine Verstärkung beim Rat anfordern? Tut mir leid, Commander, aber hier wird etwas auf dem Silbertablett geliefert, das ein gewisser jemand einfach nicht erkennt. Wir machen das schon. Ich arbeite lieber unabhängig, als die Vorgesetzten ständig im Nacken zu haben. Versteh schon. Ich denke nur, dass eine Gruppe, die so lange zusammen ist wie der Rat, das hätte kommen sehen sollen. Tut mir leid, wenn ich zu informell geworden bin. Das Protokoll wurde beim BAAT oft genug vernachlässigt. Naja, wir
Wir fragen ihn mal. Über ihn wissen wir im Grunde genommen am wenigsten, außer dass er Biotiker ist, Punkt aus. Erzählen Sie mir davon. Biotische Akklimatisierung und aktive Temperenz schaffte es nicht bis zur Schleuse. Für die Kids, die sie dorthin zerrten, war es das Lager Gehirnwäsche. Tut mir leid. Zerren trifft es ja auch nicht. Wir wurden ermutigt, uns einer Einschätzung unserer Fähigkeiten zu unterziehen, damit ein Verständnis für Biotiken erlangt werden konnte. Es gibt schlimmere Ergebnisse von versehentlichem Ausgesetztsein von E-Zero im Mutterleib. Schlägt sogar die Hirntumore, mit denen einige der Kids aufgewachsen sind. Scheinbar waren sie eine Ausnahme. Wie viele haben es nicht geschafft? Von 100? Bei etwa 60 gab es keinerlei Effekt. 30 litten an Nebenwirkungen wie bösartigen Gehirntumoren. Die übrigen 10 zeigten gewisse Talente, mit Implantaten über sich hinauszuwachsen. Allerdings auch nicht immer permanent. Nicht wie die Tumore. Und dann war man schon auf Jump Zero. Wie soll ein Kind das verarbeiten? Eine Station am Rande des menschenbekannten Raumes. Das klingt wirklich nicht cool. Jump Zero ist die Raumstation Gagarin, nicht wahr? Wie ist sie so? Ja, das ist der offizielle Name. Die größte und entlegenste Einrichtung, die wir jahrzehntelang hatten, direkt am äußersten Ende des Sonnensystems. Genau dort haben sie die ganzen fruchtlosen ÜLG-Forschungen betrieben, bevor wir begannen, Masseneffektfelder zu benutzen. Es war eine sterile Forschungsstation, als ich dort war. Es saßen noch andere Kinder im selben Boot, oder? Zumindest waren sie da draußen nicht allein. Das ist wahr. Es gab da einen kleinen Kreis, der sich jeden Abend traf, bevor wir ins Bett mussten. Aber wir hatten nicht viel zu tun. Damals war es nur eine Forschungsplattform und Connetics ließ Jump Zero nicht ins Extranet. Es sollte nichts nach draußen dringen. Naja, mal gucken, was wir hier noch, so. Sie waren alles Teenager. Sie haben bestimmt einen Weg gefunden, sich die Zeit zu vertreiben. Ich gehöre nicht zu denen, die so etwas tun, Commander. Zumindest nicht einfach so. Es gab da ein Mädchen, mit dem ich viel Zeit verbracht habe. Aber wir behielten unsere Kleider immer an. Rana. Sie stammte aus der Türkei. Ihre Familie war sehr reich, aber sie war clever und unglaublich bezaubernd, wunderschön, bildete sich deshalb aber nichts ein. Ich glaube, sie hätten sie gemocht. Das klingt, als wäre sie für sie etwas ganz Besonderes gewesen. Das war sie. Vielleicht hat sie dasselbe empfunden, aber es hat sich einfach nie ergeben. Training, Sie wissen schon. Na, klingt wirklich nicht gut. Und Sie wissen sicher von absichtlichem Aussetzen? Das weiß niemand. Heißt nicht, dass es nicht passiert ist. So groß wie die Aussetzungen waren, war es schwierig, Unfälle nachzuverfolgen. Damals war es anders. Niemand kannte das Potenzial, weshalb es auch nicht viele Vorschriften gab. Alles, was Connetics anfasste, wurde zu Gold. Ich sage nicht, dass sie absichtlich Antriebe über unseren Außenposten explodieren ließen. Aber im Nachhinein waren sie immer verdammt schnell auf dem Plan. Okay, haben wir soweit alles rausgefunden. Das klingt wirklich hart. Jump Zero ist weit weg von der Heimat. Wie war das so? Der große Zugang zur Menschheit sieht auf Videos um Längen besser aus. Aber das ist mein Päckchen, das ich zu tragen habe, Commander. Es ist eine große Galaxis, Lieutenant. Man weiß nie, was nützlich werden könnte. Wenn Sie das sagen, Sir. Außerdem habe ich meine Vergangenheit in Ordnung gebracht. Okay. Vielleicht können wir dabei Gelegenheit irgendwann noch was nachfragen. Oh, schaut mal. Kostenloser Stuff. Ein Sturmgewehr. Und eine Schrotflinte. Guck ich gerade mal, ob die irgendwas taugen. Ja, wir kriegen ab und zu mal so ein bisschen Stuff geschenkt. Also die ist schon mal... Nein, schade. Aber wir haben noch ein Level. Ah, so ein bisschen Abtrünnig brauchen wir noch. Nur noch ein bisschen. So. Wundervoll. Okay. Ja, das war's dann für diese Folge. Ich guck mich nächstes Mal ein bisschen weiter um. Spreche mal mit meinen Kameraden und so weiter. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin einen wunderschönen Tag. Tschüss.